When the student is ready, the teacher appears. Und mit diesen schönen Worten möchte ich dich zum heutigen Thema einleiten, welchen Preis du zahlen musst. In der Theorie ist es immer so, dass wenn du dich für A entscheidest, dass du dich gegen B entscheidest. Das heißt, du entscheidest dich für eine Sache im Leben und du entscheidest dich gegen B, C, D, E, F. Du entscheidest dich wahrscheinlich gegen 100 andere Dinge. Und in dieser Theorie, in dieser theoretischen Ansicht, das triffst du sehr häufig auch im Leben wieder. Wenn du dich für irgendwas entscheidest, im Leben, dann entscheidest du dich automatisch auch gegen viele andere Dinge. Und im Prinzip ist das so, dass wir als Menschen mit der Vernunft nicht so gut arbeiten können. Also wir haben zwar die Vernunft in unserem Hirn, aber dieser Teil, das Areal, für das, das für die Vernunft zuständig ist, ist nicht so alt. Wir können damit noch nicht so gut umgehen. Das merkt ihr direkt, wenn Leute sagen, ich möchte abnehmen, dann aber ganz viel Scheiß in sich einfressen. Das ist ja der erste, weil sie haben einfach Bock drauf, ihre Vernunft arbeitet dann nicht wirklich, sie denken emotional, ich möchte jetzt einfach die Chips essen, ich möchte das Sandwich essen, ich möchte bei Mc's essen. Die Vernunft sagt ihnen, jo, mach das nicht, aber die Emotionalität ist einfach stärker. Wir können mit der Vernunft noch nicht so richtig umgehen. Und deswegen sage ich dir jetzt, dass du immer einen Preis zahlst. Deswegen habe ich die Frage auch so gestellt, du zahlst immer einen Preis, egal für was du dich entscheidest. Und die Frage ist halt, ob du dich short-term entscheidest, also dass du dich für den kurzen Zeitraum in der Zukunft entscheidest oder ob du dich long-term entscheidest, also auf dein Leben gesehen. Ist diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, gut für mein Leben? Und alle Menschen wollen, ich habe hier drei Skalen aufgemalt, unten ist 0, oben ist 100%. Alle wollen ihre Lebensqualität hier oben irgendwo haben. Die wollen sie so bei 70, 80, 90, 100% haben. Ist ja klar, warum sollten wir uns auch als Menschen mit weniger zufrieden geben? Aber bei den meisten ist die Lebensqualität, vor allem in unserem Alter jetzt gerade, auf dem Scheideweg, auf dem wir uns befinden, in unserem Alter zwischen, ich komme jetzt aus der Schule, ich komme aus meiner Grundbildung raus und möchte jetzt Richtung Beruf gehen, also Richtung Ausbildung, Studium. Bei den meisten befindet die sich irgendwo hier. Irgendwo hier. Und die Frage ist halt, wenn wir uns nicht kennen, wissen wir auch kaum, welche die richtigen Entscheidungen sind. Aber die meisten von uns wissen, dass sie mit der Entscheidung, dass sie jedes Wochenende sich beispielsweise einen reinsaufen, einen reinkippen, dass die Entscheidung nicht gut ist, egal wo du hin möchtest im Leben. Wenn du Disziplin aufbauen möchtest, was du ja in allen Lebensbereichen auch brauchen kannst, dann ist diese Entscheidung, jedes Wochenende reinzusaufen mit deinen Kollegen oder sonst irgendwelchen Leuten, keine richtige. Und ich möchte jetzt mit euch darüber ein bisschen sprechen, was Short-Term und Long-Term da auf sich hat. Und zwar, wie gesagt, ihr zahlt immer einen Preis. Und diesen Preis, den ihr zahlt, müsst ihr mal überlegen, was ihr da zahlt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr habt das Wochenende jetzt vor euch, wie zum Beispiel jetzt gerade ist mein Wochenende und ich könnte mich entscheiden, gestern Abend zu saufen oder ich könnte mich entscheiden, YouTube-Videos aufzunehmen, an meinen Sachen zu arbeiten, etc. Wenn ich nun also mich gegen das Saufen entscheide, dann habe ich Short-Term hier irgendwo einen kleinen Schmerz. Ich muss einen Preis zahlen. Einfach aus dem Grund, dass die gute Laune, die sowas mitbringt, dieses mit seinen Freunden Zeit verbringen und trinken und bla bla, diesen Preis muss ich halt zahlen. Den Preis, den zahle ich aber, weil ich Long-Term denke, alles klar, das könnte früher oder später meine Lebensqualität anheben, weil ich habe in der Woche nicht viel Zeit. Ich muss meine Arbeit am Wochenende größtenteils verrichten. Das heißt, ich nutze mein Wochenende zum Arbeiten und stelle mal vor, ich würde mir jetzt freitags und samstags einen reinkippen, dann wäre das ganze Wochenende weg. Weil wenn man an einem Tag trinkt, ist man am nächsten auch nicht so fresh in der Birne. Und genau diese Freshness, die brauche ich. Und das kannst du gerne auf dein Leben beziehen, was du gerne am Wochenende lieber machen würdest. Also wie du deine Lebensqualität hochtreiben würdest von diesem nicht so schönen Punkt zu einem höheren Punkt. Jetzt mal ein anderes Beispiel. Wenn du dich mit 22 entscheidest gegen ein besseres Auto, weil du das Geld für andere Dinge benutzen möchtest, dann ist dieser Preis, den du zahlen musst, ist denn schon recht hoch. Aber, und das muss man natürlich dazu auch sagen, wie lange werde ich das in Anführungszeichen bereuen oder wie lange wird mich das nerven, dass ich mir mit 22 kein Auto gekauft habe? Früher oder später wird das Geld, was ich statt dem Auto beispielsweise für andere Dinge benutzt habe, um meine Lebensqualität anzuheben, und meine Lebensqualität hebe ich nicht mit einem Auto an, sondern meine Lebensqualität hebe ich an, indem ich meine Zeit und Geld in meine Träume investiere. Das heißt, dieses Auto werde ich vielleicht maximal 2 Jahre werde ich hinterher trauen vielleicht. Vielleicht, weiß man nicht. Wahrscheinlich ist es sogar noch kürzer. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es ein paar Monate bis zu 2 Jahre ist. Dann ist dieser Preis, den ich dafür zahlen musste, short-term gesehen, schon ziemlich hoch. Short-term ist alles so, was unter 2, 3 Jahre ist.
das tut vielleicht weh, oder wenn man mal einen Urlaub auslassen muss, ist genau das gleiche wie mit einem Auto, dann tut das Short-Term gesehen weh, aber Long-Term, Schmerz, hast du wirklich nur hier unten. Das sind 2 Jahre von diesen 80, 90, 100 Jahren, die wir dann später haben werden. Und Long-Term gesehen tut es einfach nicht weh, wenn ich auf sowas verzichten muss. Short-Term, klar, es ist unangenehm. Wenn Leute, und das ist bei vielen so, die sehen ein Auto und denken so, boah, was ist das denn für ein Typ, weil er so ein Drecksauto fährt. Das ist halt so. Und durch solche Dinge muss man durch. Und wenn du mal verzichtest auf das Saufen oder mit deinen Freunden Zeit zu verbringen, weil du weißt, dass du lieber was anderes machen möchtest und denen das sagst, und die werden dir dann vielleicht negativ entgegenkommen, dann weißt du auch, okay, dann sind das vielleicht nicht meine Freunde. Wenn das deine Freunde sind, und ich denke, das weißt du auch, dann würden die dich auch dabei unterstützen, wenn du sagst, ja, ich möchte jetzt nicht trinken, weil ich an meinen Träumen arbeiten möchte. Welcher rational denkende Freund sagt denn, yo, diese Entscheidung finde ich wirklich dumm, das ist keine gute Entscheidung, die du getroffen hast. Klar, die würden dich dabei unterstützen, bei dem, was du machen möchtest. Also, Short-Term Pain ist nervig, aber auf Long-Term gesehen nicht wirklich nervig. Und es hebt langsam oder sicher, hebt es deine Lebensqualität an. Wenn du dich Short-Term immer dafür entscheidest, in deine Träume, deine Zeit zu investieren, wirst du deine Lebensqualität immer anheben. Und das habe ich basically in den letzten 2 Jahren gemacht, deshalb spreche ich da sehr aus Erfahrung. Ich möchte nochmal hier darauf hinweisen, stell dir vor, du zahlst Short-Term nicht mal einen Preis. Du gehst jedes Wochenende saufen, du investierst nichts in deine Zukunft. Du lebst dein Leben, du dümpelst einfach herum. Du schwimmst nicht mal in irgendeine Richtung oder bewegst dich nur nicht mal in irgendeine Richtung in deinem Leben, sondern dümpelst einfach nur rum. Zahlst nie diesen Short-Term-Preis. Dann wirst du Long-Term sehr viel zahlen müssen. Weil stell dir mal vor, du befindest dich jetzt gerade auf dieser Höhe. Ich nehme mal einen schwarzen dafür. Du befindest dich jetzt gerade auf dieser Höhe. Zahlst nie Short-Term-Preis. Du bist einfach sehr... Du bist nicht diszipliniert genug, du handelst nicht nach der Vernunft, du handelst immer emotional. Ja, ich will jetzt laufen, ja, ich will das Auto, ja, ich will das und das und das und das und das und ich möchte nicht an meinen Träumen arbeiten, weil ich da ja für die Zukunft arbeite. Dann wirst du dich auf diesem Plateau hier befinden, du wirst nicht höher kommen in deinem Leben. Und glaub mir, wenn du mit 20 oder 22, 25 an diesem Punkt bist und nicht höher kommst, in diesen ganzen Jahren, die du noch hast, diese 60, 80 Jahre oder was auch immer, die du noch vor dir hast, dann wirst du long term, glaub mir, einen sehr, sehr großen Preis zahlen, weil dann wirst du dich vielleicht fragen, mit 30, scheiße, was habe ich in den letzten 10 Jahren gemacht, mit 40, scheiße, was habe ich in den letzten 20 Jahren gemacht, mit 50, scheiße, was habe ich denn die letzten 30 Jahre gemacht. Du wirst dich immer weiter fragen, scheiße, Mann, ich bereue es, ich bereue es, ich bereue es, ich bereue es, ich bereue es. Und dann irgendwann am Lebensende wirst du im Sterbebett liegen und die 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, empfehlen. Ich packe den Link unten in die Videobeschreibung. Die Leute haben alle bereut, ihre Zeit nicht so investiert zu haben, wie sie das wollten. Also, dass sie immer fremdbestimmt gelebt haben, dass sie nicht in ihre Zukunft investiert haben. Und deswegen, lass dir das von mir gesagt sein. Ich habe da ein bisschen Erfahrung, auch trotz meines Alters habe ich da ein bisschen Erfahrung, dass wenn du später in deinem Sterbebett liegst und die ganze Zeit nicht an deine Zukunft denkst und nicht dein Leben lebst, das du leben möchtest, dann wirst du das früher oder später sehr, sehr bereuen. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bitte denk über das Ganze ein bisschen nach, weil wir alle wollen nach da oben, auch wenn wir nicht mehr machen wollen. Wir müssen leider mehr machen, um halt oben zur Lebensqualität hinzukommen.